Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Und was ist das für ein dickes Schwein? Was ist denn los mit dir? Ja, renn dich weg. Hey, 9S, weißt du, was es heute zu essen gibt? Ein Schwein. Im letzten Part haben wir Adam und Eve getroffen. Und die haben uns... Also wir konnten ihnen gar nichts. Die haben uns eigentlich ziemlich fertig gemacht, wenn wir mal ehrlich sind. Irgendwie kämpft er gar nicht gegen mich, oder? Au. Doch, der kämpft gegen mich. Fuck. Komm her. Warte mal. Das ist das falsche Ausrüstungsset. Das ist das richtige Set. Yeah. Und wir haben eine Maschine bekämpft, wo sich herausgestellt hat, dass diese Maschine Emils neuer Körper war. Und falls ihr Emil nicht kennt, dann... Guck mal, Let's Play zum Original Nier an. Was ist denn los mit dir? Hey, ich will dich essen. Komm her, Schwein. Ja, komm. Müssen Androids eigentlich was essen? Also ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass sie tatsächlich irgendwie Nahrung brauchen. Wahrscheinlich brauchen sie halt gar keine Nahrung. Würde mich nicht wundern, wenn nicht. Hey, 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 hey. Und irgendjemand in den Kommentaren hat mir, ich bin mir nicht sicher, ob mir jemand das gespoilert hat, aber jemand sagte, es gibt wohl sehr, sehr viele Enden. Und ich hoffe, das war jetzt nicht darauf bezogen, dass es 5 Enden gibt, was recht normal für Drakengard und Nier ist, abgesehen von den letzten beiden Spielen. Die hatten nur 4 Enden im Spiel. Aber zweimal noch ein Ende E. Also Drakengard 3 und Nier hatten ein Ende E. Was aber mehr oder weniger nur eine Kurzgeschichte, also eine Edition als Kurzgeschichte war. So. Also wenn das gemeint ist, dann okay. Aber ich hoffe nicht, dass mir jemand da irgendwie gespoilt hat. Oh, es gibt super viele Enden. Okay, lassen wir das mit den Schweinen. Wir machen denen nicht wirklich Schaden und das Gebiet scheint recht groß zu sein. Okay. Alter, die rasten. Die rasten voll aus. Au, 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 au. Irgendwie hat das Dodgen nicht wunderbar funktioniert. Ah. Lass mich in Ruhe. Alter, wie hoch... Ich sehe gerade erst jetzt, wie hoch die eigentlich vom Level sind. What the fuck? Au. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Komm her. Ah. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Ah. Ah. Okay, einer ist down. Ah, fuck. Eine potenzielle Plage. Ah, fuck. Ja, komm schon. Als ob die alle so super OP sind. Da kann ich mich schon fast gar nicht vor... Hau! Hörst du mal auf mit dem Mist! Da finde ich... Naja, ja. Ich habe gesehen, dass er einen Angriff gemacht hat. Was machst du denn da oben? Wisst ihr, was ich mal machen sollte? Mein Pot upgraden. Habe ich ja noch nie gesagt, ne? Komm schon. Und dich machen wir fertig. Na, und da ist er down. Okay. Was ist hier los? Es sind nicht mehr viele. Wir kriegen die kleinen. Wir kriegen die kleinen. So, der eine ist auch down. Noch. Komm schon. Als ob die mich noch... Als ob der mich so weggehauen hat. Jesus Christ. Ich dachte gerade, wird er nicht von meinen Schüssen verletzt? Aber doch. Alles gut. Da sind wir doch relativ glimpflich davon gekommen. Jetzt kommt der Anführer. Der ist ein Samurai, Mann. Maschine. Ihr wisst schon. So. Aber wir nehmen unseren Kollegen hier, der das Spiel auch gespielt hat. Und klauen ihn seine Leiche. Weil so macht man das. Na? Kennt man. Kennt man. Ich sehe auf der Karte, da oben sind auch nochmal ein Haufen Maschinen. Ist aber die Frage, wollen wir da hin? Eigentlich finde ich schon ziemlich verlockend, da hinzulaufen.
is with these guys. Don't listen to what they're saying, 2B. Hör nicht auf den. Das sind Vollidioten, ne? Die scheinen hier aber eine ganze Ecke leichter. Aua. Leichtere Gegner zu sein. Sind auch niedriger vom Level. Und, aber sind dafür mehr. Tatsächlich dann. Ich hatte schon Angst, dass mir die Maschinen ein bisschen langweilig wären. Aber die alle tragen so nette kleine andere Outfits. Und ich weiß nicht, woran sie mich genau erinnern. Aber irgendwie kommen mir auch die Outfits hier bekannt vor. Aber ich habe keine Ahnung, ob das auch wieder eine Verbindung zum Original Nier war. Ich meine, die einen, die hatten ja die Masken-Outfits. Von den Maskenmenschen. Eiskalt einfach die Masken getragen. Was habe ich da gemacht? Keine Ahnung, aber sie sind kaputt gegangen. Und das Rumschießen hier funktioniert überraschend gut. Ich bin immer noch sehr erstaunt, wie viel Schaden das in diesem Spiel einfach macht. Es ist tatsächlich so nützlich. Aber hey, allgemein, die viele Fähigkeiten von Weiß waren sehr nützlich und stark. Besonders, zum Beispiel die Faust, ne? Das Schießen war jetzt nicht so stark. Mehr gut zur Abwehr, aber war jetzt auch nicht unnütz. Das will ich überhaupt nicht sagen. Und ich will hier den ganzen Loot, die ganzen Schrauben und Muttern einsammeln. Gib mir all den Loot. So, ihr geht alle kaputt, habe ich gehört. Ja, da kommt der Typi runter. Ja, komm, wir machen dich kaputt. Wir fackeln nicht lange. Da ist er weg. Das lief doch wunderbar. Ich glaube, ich habe auch irgendwie das Gefühl, die Leiche einzusammeln hat uns sehr viel geholfen gerade. Das war ein sehr, sehr gutes Upgrade von den Werten her. Ich glaube hier, nee, das sind Tiere. Solange es jetzt keine Elche sind, lasse ich die mal in Ruhe, weil ich will ja eigentlich hauptsächlich die Tierfälle haben. Ne? Hier natürlich auch den ganzen Loot. Wisst ihr, woran es mich erinnert? So ein bisschen an einen verwunschenen Schrein. Das ist aber wahrscheinlich nicht. Könnte ich mir nicht vorstellen. Das Design ist halt komplett anders, aber so, es erinnert mich einfach nur ein bisschen daran. Oh fuck. Hört euch nicht beim Training stören. Sorry? What? Yeah. Warum machen die alle so viel Schaden? Die sind so stark. Das ist unfassbar, wie stark die hier schon sind. Als ob ich vielleicht nicht schnell genug auflevel. Ja, aber wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man irgendwie Level verliert oder so. Oder Erfahrungspunkte verliert. Ey, die Elche, die wollte ich haben. Wenn man die hier verliert beim Sterben, könnte ich mir generell vorstellen, dass man hier normalerweise ziemlich hängen kann, oder? Ich meine, die sind schon stark. Au, 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 au. Na komm. Ich glaube, ich nehme das hier noch mit. Was macht der denn da hinten? Au, fuck. Warum macht ihr... Was macht... Oh nein, 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 nein. Aha. Ich will doch nicht das Schwein hier mit reinziehen. Komm, die Leiche nehme ich mit. Die kann uns helfen. Ja, komm, ich bete für dich. Ich bete, dass du mir deinen Scheiß gibst. Gib her! Gute Sachen. Wow. Das war ja nix. Das war ja halt echt nichts. Oh nein, jetzt läuft auch noch das Schwein hier die ganze Zeit rum. Wie einfach noch eine Leiche ist. Die ist weg. Wo ist die Leiche? Ach da. Ich Blindfisch. Ja, ich nehme die mit. Den guten Kudo. Nee, ist nicht Kudo. Was war das nochmal für ein Zeichen? Ich glaube, das war ein Meh. Mero? Wahrscheinlich Mero. Bergen. Das ist ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich viel besser. Oh, bleib hier. Bleib hier, kleiner Elchmann.
Ich mach dich kaputt. Ja, komm. Keine Angst. Ich zerschnitzel dich. So, jetzt gib mir dein Fell. Kam die Anzeige nicht? What the fuck ist gerade mit Tobi los? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Habe ich was geglitscht oder? Nö, es hat aufgehört. Okay. Oh fuck, nein, hier nicht. Von da komme ich doch. Ich Idiot. Warum hat er ihn jetzt die ganze Zeit anvisiert gehabt? Schön, dass die Kamera ein bisschen automatisch auf die Gegner geht. Das ist mir vorher tatsächlich nicht aufgefallen. So, wir müssen hier hoch. Ja, komm. Ich würde mal sagen, wir lassen die in Ruhe. Sollen die trainieren? Ist mir egal. Ich will mich jetzt auch nicht ewig irgendwie an denen aufhalten. Ich habe Besseres zu tun, bitte. So. Ah, das ist eine Brücke. Kann ich hier unten durch? Okay. Ihr dürft euren König gerne verteidigen. Hab ich kein Problem mit. Es sei aber nicht gesagt, dass ich ihn nicht trotzdem umbringen werde. Ne? Das möchte ich mal im Vornherein schon mal anmerken. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, was sein Problem ist oder welches Problem noch entstehen könnte. Aber vielleicht werden wir keine Freunde. Ne? Irgendwie sagt mir aber was, dass der König schon eine besondere Figur sein wird. Irgendwas. Was ich mich frage, ist, ob ich einfach darüber jumpen kann. Indem ich mich gleiten lasse. Das sollte klappen, oder? Nein, das klappt nicht. Tobis Fall. Es muss ein... Oh. Da ist eine Brücke. So, Schilde kaputt. So, die mache ich auch kaputt. Weg hier. So. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, das wird ein Problem. Einfach weiter drauf schießen. Machst du eigentlich irgendwas Interessantes, 9S? Hä? Oder guckst du einfach nur doof rum? Manchmal frage ich mich, ob er was Interessantes macht. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, der eine ist down. Sehr schön. Was war das? Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Itemanzeige ist kaputt. Itemanzeige? Au. Wie heftig. Ah, da reitet ja auf was. Das ist interessant. Ich mag die Gegner-Designs. Ernsthaft, es ist eine Herausforderung, aus einfachen Maschinen als Gegnertypen so viele, oder was heißt so viele, sondern interessante Designs im Allgemeinen zu machen. Dementsprechend, ich bin beeindruckt, was sie da gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was haben wir hier noch? So, those machines had a king? But how can a concept like loyalty be understood by a machine? Warum nicht? Nein, es. Warum nicht? Du bist aber ein bisschen engstirnig, ne? Wie können wir das Konzept verstehen? Verstehe nicht. Nee, aber ich finde es interessant, dass 9S tatsächlich so eine hinterfragende Stimme ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so, ich will nicht sagen, ein Großteil seines Charakters. Aber es macht definitiv etwas aus seinem Charakter aus. Weil er so dieser hinterfragende Typ ist, der ja dauernd die Fragen stellt. Und Tobi, wir akzeptieren mehr. Also Tobi akzeptiert einfach. I'll never let you pass.
Okay. Ich meine nicht okay. Au, 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 fuck. Yeah. Was macht er da? Nein, 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 nein. Nein. So, erstmal die Kleinen hier weg. Ah, oh, fuck. Ja. Das Spiel ist ja schwer. Aha. Das ist ein echtes Problem tatsächlich. So, ich muss den Kleinen erledigen. So, der ist weg. Nee, der ist nicht ganz weg. Jetzt ist er weg. So, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Möglichkeit gerade gewesen, schön anzugreifen. Der hat einiges an Leben. Das wird nicht leicht. Komm her! Wow! 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 These dodges! Jesus! What the fuck? Als ob er solche Roadhouse-Kicks macht. Was ist das denn für ein krasser Typ? Wow. Na komm. Ja, das macht... Ich habe da einfach das Gefühl, dass man nicht wirklich viel Schaden... Na, nein. Gut, nicht getroffen. Sehr schön. Er ist fast down. Nö, er ist down. Sehr schön. Gut, dass man sieht, wenn die Maschinen immer kaputt sind. Ist auch eigentlich ein cleveres Design. Alter, der hat bestimmt einiges an Loot ausgespuckt. Wenn euch das nicht an den alten Schrein erinnert, weiß ich auch nicht. Ich meine, gut, er sieht wirklich anders aus, aber irgendwas ist doch da so ähnlich, oder? Vor allem frage ich mich, wie eigentlich so viele tausend Jahre überhaupt noch sowas hier sein kann, aber hey. Ich bete nur für Trock, weil er mir sein Blut gibt, oder? Gib her. Oh, die geben alle so wenig Geld. Als ob die alle pleite sind. Ihr könnt mir ruhig mehr Geld geben. Müsst nicht so geizen. So, gehen wir mal ins Innere der Festung. Ich bin gespannt. Vielleicht treffen wir auf deren König. Nein, geh da mal weg. Dankeschön. Ein Punkt. Kartenformation freigeschaltet. So, wenn ich jetzt Transport mache, ne? Das ist jetzt der Punkt, wo ich gerade bin. Oder? Das ist er doch. Ich hoffe doch sehr, dass man wirklich zu jedem Punkt hier reisen kann. Und ich nehme mich zur Ruinenstadt Mitte. Ne, einfach Widerstandslager gehen. Und im Widerstandslager würde ich mal meinen Pott aufbessern lassen. Und dann komme ich hierhin zurück. Und ja, das ist ein Plan. Das ist ein guter Plan. Ich bin der Meister im Plänen schmieden. Perfekt. Ja, fahr das System hoch. Wie ich immer Angst habe, dass hier bei dem Screen irgendwelche Bildfehler über meine Capture Card kommen. Und dann kriege ich immer leicht Panik und denke mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte nicht. Aber alles gut. So, wer will mein... du willst meinen Pot upgraden, ne? Ja. Da ist auch Chips. Als ob ich nichts an den Materialien habe. Fuck. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich hätte eigentlich was, aber scheinbar nicht. Sicherungschips. Erstelle Plugin-Chips. Verstehe ich tatsächlich jetzt nicht so ganz. Plugin-Chips. Todesheilung 1. Erneuert 10% für jeden besiegten Feind. Alter, als ob. Aber das sind doch die Chips, die ich einfach nur kaufe, oder nicht? Oder nicht? Waffenangriff. Ey, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Kaufen.
Ja, dafür habe ich ein bisschen zu wenig. Sicherungschips. Das sind die ganz normalen Chips, oder nicht? Aber was sind diese Zahlen davor? Sind es die, die sie auf Lager hat, oder wie? Ich bin mir da halt echt nicht sicher. Erzeugt bei 11. Kosten 9. Erhöht Stärke. Ah, warte mal. Ich verstärke den Chip oder wie, den ich schon ausgerüstet habe. Oder wie ist das? Ich glaube. Der ausgewählte Chip ist momentan in einem Chipset. Wenn du ihn verschmilzt, wird er aus dem Chipset entfernt. Mit was denn verschmelzen? Ach, mit dem anderen. Also, wenn ich die beiden verschmelze, sind sie besser. Und nehmen vielleicht weniger Platz weg. Ja? Okay. Ich guck jetzt mal nach. Ja, ja, halt den Mund. So, wo sind denn Gegenstände? Hier. Das war doch in den... Nee, war nicht. Das war auch nicht hier. Fuck. Das war doch hier. Weiter. Nein. Nein. Was denn? Waffen, Fähigkeiten. Das war Fähigkeiten. Plug-in-Chips. So. Anpassen. Hier im Angriff. Hier, das ist der Chip, den ich erstellt habe. Richtig? Ja. Und der nimmt jetzt weniger Platz weg. Nee. Nee, nee, nee. Das ist ein Chip. Und ja, ja genau. Jetzt statt zwei habe ich nur einen. Ja genau, das ist gut. Das ist gut. Was habe ich hier sonst noch für Chips? Verteidigung. Ich habe super viel hier. Das habe ich ausgerüstet. Das sind ganz viele Sachen, die ich so habe. Todesheilung. Alter, 20% für jeden besiegten Feind. Das ist der Shit. Das rüste ich sowas von aus. Jetzt habe ich hier noch für Chips. Unterstützung. Bewegungstempo. Fundrate. Ne, das lassen wir erstmal. Mehr Verteidigung. Was kann ich hier haben? Automatische Heilung. Haben wir ja was, ne? Ja, da heilt einiges nach. Das kann ich überhaupt nicht tragen. Das habe ich ausgerüstet. Das habe ich. Ach, die schwarzen habe ich immer ausgerüstet. Okay. Reduziere 2% Schaden. Das kann ich nicht tragen. Nice. Das kann ich tatsächlich. Alter, 17 Slots. Ach, das dahinter sind die Slots. Ich verstehe. Der verbraucht weniger. Reduziert physischen Schaden um 4%. Das ist ein ziemlich guter. Ah, okay. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Ich hab's verstanden, Leute. Ich bin doch nicht dumm. Nicht immer. Manchmal. Waffen. Hier, vielleicht sollten wir auch mal ein Waffenset mit... Warte, was sind Kampfarmschienen? Ah, das sind einfach nur die bloßen Fäuste. Okay, davon gibt es also allgemein schon so Sachen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wenn ich zwei kleine Schwerter benutze. Aber ich habe die jetzt beide mal hier in einem Waffenset. Und gucken wir einfach mal, ob das sinnvoll ist. So, was hast du denn? Kaufen. So, ja, die muss ich ja auch noch kaufen. Ja, kann ich mir nicht leisten. Kann ich mal das upgraden? Kann ich nicht upgraden? Okay. Ich hau wieder ab. Gehen wir wieder zurück in den Wald. Jetzt, wo wir das geklärt haben. Transport. Wie jetzt? Ich kann da nicht hin. Waldburg, Front. Oh, okay, okay, okay. Das war gar nicht... alles gut. Ich hatte schon Angst, ich müsste da wieder zurücklaufen. Aber nee, wir können direkt dorthin. Fantastisch. Ja, finde ich wirklich großartig. Erleichtert mir einiges an Ärger. Ich meine, stellt euch vor, ihr könntet euch nicht überall den Porten. Naja, fast schon so wie mit den Bonfiren in Dark Souls 1. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe. Das Bonfire Placement und dass man sich nicht zu allem porten kann. Aber jetzt können wir die Burg erkunden. Da habe ich ja schon richtig Bock drauf tatsächlich.
Was haben wir hier alles? This looks like a king's castle, all right. Ich finde interessant, wie nein, erst immer so kleine Kommentare von sich gibt. Ich denke aber immer, es fängt ein ganzer Dialog an, aber es fängt kein ganzer Dialog an. Es sind nur kleine Sprüche. Okay, du musst sterben. Das habe ich eben beschlossen. So, jetzt habe ich hier zwei Schwerter. Oder? Sind die beiden, ne? Ja, das ist ziemlich, ich glaube, das gefällt mir tatsächlich so mit zwei Schwertern. Bisschen, das wirkt sehr, sehr schnell, was ich hier machen kann. Das mag ich, das mag ich. Ja, doch, das Moveset ist ein bisschen anders. Aber ziemlich flink, auf jeden Fall. So, du musst leider auch sterben. Mein Freund. Na komm, ja, es tut mir leid. Tut mir nicht wirklich leid. Wie ich ihn eigentlich hier zermetzel. Alter. Ein paar neue Kombos, das ist schön. Diese Musik. Nee, nee. Dieser Schiff. Wow. Wie ich hier speichern kann. Okay. Vielleicht sollte ich mir eine Runde speichern gönnen. Wer weiß, ob wir gleich sterben. Ja, aber natürlich nicht. Aber solange wir es noch können, werde ich es tun. Also nicht sterben, sondern speichern. Au, 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 oh fuck. So, au, hör auf damit. Da finde ich dich witzig. Alter. Achso, das Zerstören hat mir, glaube ich, jetzt was geheilt dann, ne? Gib mir die Truhe. Dankeschön. Dann ab hier hoch mit uns. Was ist hier? Nur ein kleines Item. Adlereier, okay. Watch out for hostile enemies, 2B. Roger that, 9, Zed. Huh? Wait, what did you just say? Roger that, 9S. Wait, no, that's not what you said. You said 9s. Or at least something close to. Cut the chatter and engage the enemy. Ich mag die Dialoge zwischen den beiden. Sind nicht das gleiche wie mit Weiß und Nier? Aber sie haben den ähnlichen Charme. Was ist das für ein fresher Typ? Was mich hier ein bisschen gerade stört ist, der Zoom ist voll für den Arsch. Also ich sehe einfach nichts. Okay, so ist wesentlich besser. Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? Wir müssen zurück. Woanders ist der Punkt. Eventuell müssen wir später erst dahin. Wer auch immer das gerade gesagt hat. Wie da schon wieder jemand tot rumliegt. Ich frage mich, ob das wirklich von allen Schwierigkeitsstufen ist. Wenn ja, dann sind entweder ein paar Leute ziemlich schlecht in dem Spiel. Nein. Wenn nicht, dann sind ein paar Leute ziemlich schlecht in dem Spiel. Weil hier sind super viele Leute, die sterben. Und wir sind... Okay, wir sind auch einmal gestorben, aber jetzt nicht an so manchen Orten, wie die zeigen. What? Okay. Okay. Ich brauche den Loot nicht. Ich bin verwirrt. Okay, nee, von hier sind wir gekommen. Also zurück. Komme ich nach da oben? Nee, komme ich nicht wirklich. Hier könnte es weiter hochgehen. Nee, da ist der Baum im Weg. Ja gut, dann habe ich doch das Gefühl, wir müssen einmal komplett runter.
Und vielleicht von woanders rum dann. Wow, wo seid ihr denn alle hergekommen? Jesus! Na, ihr seid nicht Jesus, aber... Ihr habt mich erschreckt. Na komm, alle down? Nee, noch nicht. Du schaffst das Nines da hinten? Oder Nines? Nines. Na komm. Komm her. So, erledigt. Wo kommt ihr die ganze Zeit jetzt her? Wo kommt ihr die ganze Zeit her? Ohne Witz. Ja gut, dann gehen wir doch den Weg rechts hier weiter und schauen mal, wo wir lang können. Aber ich würde sagen, da schauen wir uns erstmal im nächsten Part an. Ich bedanke mich für soweit wieder fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.